1, um einen Flicken zu werfen und einen neuen Level zu öffnen. Mhm. Flump. Ach, die Blume musste geflickt werden. Ja. Guck mal, ein Schmetterling. 2 Schmetterlinge. Na, dann mal ab in den Blumenpuff. Ich lese das jetzt nicht vor, was da steht. Knospental? Ja, läuft. Rein da. Das erinnert mich an die Klassenfahrt in der 7. Klasse. Wieg auf für schöne Grüße an Daniel. Bin sicher, du schaust zu. Ja? Das laufe ich. Da fehlt noch eine. Jetzt haben wir es. Hier unten ist doch bestimmt ein geheimer Weg. Anders kommt man da nicht rüber, ne? Ich glaube nicht. Nimmst du das nächste? Die pennen alle, die Gegner. Ja. Und Action! Das ist irgendwie ein bisschen lame hier mit dem Blumen. Außerdem haben wir noch gar kein supergeiles Möbelstück gefunden. Da ist das erste. Blumenuhr. Na, bitte, genau so eine habe ich bei mir schon stehen. Links lang, ja? Ah, nee, komm. Bibi. Doch, da komm. Ich lauf das ab. Wie war das? 5 bis 6 Stunden? 15 bis 16, ja, wir so weitermachen. Nee, da waren wir schon. Ja, dann gehen wir hier wieder hoch. Kommen wir da halt nicht mehr hoch? Weiß ich nicht. Doch, bestimmt. Das glaubst du auch nicht. Das Spiel ist ja fair. Oder so. Nee, ich glaube, ich hab mich daran dödeln müssen. Ja, dann geh rechts lang, fahr mal rechts hin. Guck. Oh, ich hab einen Stern verloren. Wie? Ja, weil dieses komische Einhorn hier mich getroffen hat mit seiner Spitze. Yay? Tschüss. Ich flieg mal hoch hier, ne? Ja, hol dir mal. Wow! Was macht eigentlich Le Spitz? Hier, das Spiel wird durchgespielt. Ey, lass mich doch mal dran, du Schmock! Guck mal. Eintracht. Nee, reicht nicht. Jo, komm. Oh, es regnet gar nicht. Kommst du? Ich gehe unten lang. Okay. Ist aber spannendes. Wasser. Gut. Es regnet ja auch. Oh nee, ich glaube. Yeah. Ich glaube, unten ist doof. Oder ja? geht's unten weiter? Ich habe erstmal den Froschschirmständer gefunden. Ich komm. Tatsächlich sind Taucher drin. Fischi? Ja, ein Regenschirm. Wir haben den Schirmständer jetzt. Oh Gott, die Frösche. Du kannst die Zunge rausziehen, ich krieg Föhn. Ey, du lass doch mal mich in Ruhe. Ich wollte mich da nur dran hängen. Stürzt du hier oder was? Pardonnez-moi. Oh, Ausrufezeichen? Meins. Lass mich doch mal. Was passiert jetzt? Weiß ich nicht, aber du nervst. Das führt uns ja wohin. Mit dem Ausrufezeichen in der Nähe. Oh. Hä? Hier, ein Brunnen. Und so. Jetzt kannst du dran ziehen, oder was? Da ist die Musik. Auf Knospental. Musik. So, abwärts hier mal, oder? Gut, okay, du warst oben. Die Fische machen übrigens auch keinen Schaden, ne? Da kannst du auch problemfrei gegenschwimmen. Ich nehme dich mal ein Stück mit. Nein, dann nicht. Sie. Die wird reißig zusammen. Du freust dich? Ja, ich finde das gerade wunderbar. Das freut mich.
Nein! Langsam brauchen wir Skill. Kann ich dir entkommen? Hoch da! Fuck! Danke. Yeah! Ich will lieber auf den Gegner werfen, wieso kommen da keine? Moin! Ach, wir sind Schnurrbart? Wir sind UFO. B-Taste macht nichts? B-Taste macht nichts. B-1-Taste meine ich. Was ist mit der 1? Achso, mit der 1 kannst du jetzt auch was aufnehmen hier? Nee. Hä? Ach hier, wenn die weißen kann man nehmen. Achso, die hier nicht? Vielleicht nur, was? Vielleicht wenn alle anderen weg sind. Weiß es gar nicht, oder was? Er frisst die auch. Kommst du schon runter? Warte mal. Wir brauchen mehrere Versuche. Ne, die will er nicht. Pass auf, das sind zwei, die du benutzt, nicht Taste 1. So, kommst du runter, oder was? Oh. Was ist denn jetzt gemacht? Das ist Taste 1. Ah, guck mal, Taste 1 geht aber nicht immer. Man muss scheinbar vorher was einsaugen. Okay. Dann kannst du den Ultra Smash machen. Den Ultra Smash? Nee. Ja, unten weiter. Komm ja schon, schreien hier. Da, die musst du aufsaugen. Dann kannst du. Nee. Die Steuerung ist furchtbar. Warte, vielleicht jetzt? Ja, ich. Puff. Bam. Guckst dir an. Was ist da links noch was? Links ist noch ein dickes Secret und so. Hier siehst du? Bing, bing. So, kann man die aufsaugen? Bestimmt nicht. Tut bestimmt auch weh. Ja, schön, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Oh, Money. Money grabben. Guck mal, die kann man aufsaugen. Das mach ich. Was machst du da hinten eigentlich? Ich dachte die ganze Zeit, ich bin der Rosa. Ne? Ich wundere mich schon. Du hast aber fast das gleiche gemacht, was ich gedrückt habe. Okay. Hol die Daumen weg. Ah, das einsaugen. Mein Knopf. Meine Biene. Ja, mal weg da. Aber die Biene kann einem bestimmt auch stechen. Biene. So spitz wie die ist. Da ist eine Spitz. Spitze Biene? Ja, wir sind ja auch im Knospental, oder nicht? Ja. Puff. Achso, ich habe auch einen Puff aufgesehen. Nein! Das ist ein Stern, Alter. Alles voller Sterne. Soll das sein? Yes, hab ich noch. Links rüber, links rüber. Fuck, da links war noch was. Ja, zu spät. Jetzt haben wir das verpasst. Deswegen ist das Rad jetzt auch nicht so gut bestückt, weil wir nicht alles eingesammelt haben. Das wird sein. Düdüm. Wird das eigentlich 100% Run hier? Müssen wir das Level jetzt nochmal machen? Nein. Okay. Habe ich nicht vor. Möchtest du da nochmal rein? Nee. Gut. Bing. Ich finde trotzdem, wir haben das gut gemacht. War ein Traum. Was haben wir denn verpasst? Doch, Frosch und Blume haben wir doch. Da haben wir Gold. Also ich hätte da links noch irgendwas gesehen, wo ich hätte was sprengen können. Oh, sieht doch gut aus. Gut, die Schätze haben wir alle. Wir haben den nächsten Flicken. Den Wecker. Oh Gott, was ist das Ding wieder? Oh je, jetzt sitze ich aber ganz schön in der Patsche. Aber richtig in der Patsche. Ja, dein Problem. Was willst du denn? Prinz Plüsch, Herr Kirby. Was für ein Glück, dass ich Sie treffe. Ich befinde mich in einer schlimmen Notlage. Könnte ich Sie wohl um Ihre Hilfe bitten? Ja, das ist auch von uns. Vielen, vielen Dank, Herr Kirby. Sie sind wirklich zu liebenswürdig. Doch gar nicht ja gesagt, weil er nicht mal eine Wahl. Oh. Es geht um Folgendes. Ich finde niemanden, der dieses Haus einziehen möchte. Die Gesetze des Markts, Sie wissen schon. Ich denke, man müsste hier alles ein bisschen herausputzen, um neue Mieter anzulocken. Freut mich sehr, dass Sie mir dabei helfen. Dann sehen Sie sich bitte dieses Foto an. Yay. Oh nein. Können Sie diesen Raum vielleicht so viel auf diesem Foto abgebildet einrichten? Warum kann er das nicht selber? Wunderbar. Puh, das war leichter als erwartet. Sie sind wirklich außerordentlich hilfsbereit. Das macht nichts. Ich bin sicher, dass Sie die Einrichtung an Orten finden, die Sie schon besucht haben. Ja, die haben wir doch schon, oder nicht? Die Blume und das Froschsofa. Der Webstuhl braucht deine Hilfe, platziere dich hier. Oh. Das machen wir doch glatt. Ich zeig mal auf den Fernseher. Ja, ich bin dabei. Platzieren. Ich möchte platzieren. Ja, und zwar möchte ich das geile Blumensofa. Ach, das ist das Blumensofa. Dahin, ne? Was ist das? Oh Gott, das ist ein bisschen an den Kindergarten, wo du das Dreieckige durchs Dreieckige stecken musstest. Ich raste Alter, Bruder, ich hab's voll drauf. Der Typ geht auf den Sack. Ausgezeichnete Arbeit, Herr Kirby. Jetzt müssen wir nur einen Blumenliebhaber finden. Oh nein, in der nächsten Wohnung brauchen wir einen Froschliebhaber. Oh Gott, der Kackklotz, der gerade pinkelt, kommt an.
Oh, wie schön, überall Blumenmotive, hier möchte ich wohnen. Sie haben es geschafft, Herr Kirby. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Kriegen wir wenigstens Provision? Ist das grausam. Jetzt können wir mit Freunden spielen. Du kannst mit einem von... Nein. Drücke das Stück, um ein Minispiel zu starten. Auf das alles vorzulesen. So, such michs Versteckspiel, Blumengärten. Finde alle Suchmichs in 3 Minuten. Nee, komm. Das machen wir. Einmal das Minispiel mitnehmen. Das ist Suchmich. Oh. Finde alle. 1, 2, 3, 4, 5. So, springen hoch. Liebe Kinder, ihr sollt eure Kacke nicht suchen. Da ist er. Der war hier hinter. Ja. Hör auf, behinder mich nicht. Ich hab ihn da rausgeprügelt. Gut. Nun lass mich doch mal los. So war das nicht. Hau ab da. Du sollst mich nicht mehr nehmen. So, kaputt gebasht. Einen haben wir schon. Nee, das ist der Affe. Ist mir egal, den will ich trotzdem haben. Ich habe einen Waffenknoll. Bam. Ja, geh da mal rein, da ist bestimmt einer drin. Ich warte hier draußen lange. Keiner drin? Nein, natürlich keiner drin. Da ist er. Bam. Ich habe ihn verprügelt. Wir haben zwei. Wir haben schon zwei. Wir brauchen, haben nur 3 Minuten. Warte mal. Ja, das hat irgendwie schon Gas gemacht. So, ich will rüber. Ah ja, gut, gucken wir mal unten lang. Bam, bam, bam. Ja, da ist einer. Ach, da ist es eigentlich. Oh, ich muss ihn peitschen. Ich dachte, das wäre der Fisch. Nummer 3. Das sieht viel. Oh, wie gucken wir da rein? Da wollen wir auch runter. Ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Ja, ach, der ist rausgekommen. Sehr gut. So, den letzten, ne? Oh. Nein, ich wollte das Ding haben. Diese schlafenden Dinger kannst du. Oder? Das ist ein Äffchen. Du kannst diese schlafenden Dinger einfach runterkicken. Komm mal kurz nach links, bitte. Ich will gucken, ob links noch was ist. Ach, wieso geht das nicht hoch? Nee, ist nichts mehr. Oh. Da ist er. Oh. Er versteckt sich in einem Baum. Verprügel ihn! Bam! Ach Gott, du hast alle Suchmichs gefunden. Kackhaut. Da haben sie voll drauf. Wir haben sie extra im Klo runtergespült, damit wir sie nicht mehr suchen müssen. Ja, Kirby jetzt Inneneinrichter. Schön, gut gemacht. Alle gefunden, bravo. Das habe ich bei meinem Versteck gefunden. Wie das jetzt nichts Gutes. Du kannst es hier gebrauchen, Kirby. Ein Teppich? Die Tapete. Du hast folgenden Stoff erhalten, dazu blau. Das war super. Nein, wir sollten irgendwann wieder mal Verstecken spielen. Nein. Klar. Nee, jetzt komm. Hallo, warten Sie, Prinz Plüsch, Herr Kirby. Ich war gerade auf der Suche nach Ihnen. Ich müsste Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Was kommt denn jetzt noch? Sollen wir die Kacke hier wegspülen oder was? Ich möchte das Haus um ein neues Stockwerk erweitern. Aber war nicht genug Perlen. Könnten Sie mir vielleicht, sagen wir, 10.000 Perlen bringen? Ja, jetzt kommt's raus. Keine Miete, dafür aber 10.000 Perlen pro Tag. Wunderbar. Was würde ich nur ohne Sie beide machen? Ich warte draußen, also kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie die Perlen haben. Also ich gebe einen Tipp ab, was die Wendung in der Story ist. Dieser Typ ist der Bösewicht. Nee. Stufe 2 gibt. Warte, er ist verfügbar, wenn du folgst. Ja, wir müssen erst einen anderen Level abschließen. Ja, dann können wir Stufe 2 bei ihm machen. Guck mal, der stinkt auch. Ich fokus an die Kacke ist am Dampfen. So, bloß weg hier. Was schläft denn da? Muschikatze. Sieht aus wie ein fetter Maulwurf. Oh. Es ist ein vergrabener Bär. Regenbogenfälle. Ich raste aus. Ja, rein da. Jo. Los! Warte mal. Ich brauche eine 80 Grad. Ich gucke, ob man am Anfang nichts runterspringen kann, aber wahrscheinlich nicht. Du bist tot? Du bist tot. Bam. Ach ja, rausspringen war ich ja nicht. Na komm her. Bitteschön. Ich danke. Sehr gerne. Willst du noch mal gucken? Oh, warte. Ist Herausforderungen gehen los. Oh, Regenbogen, Alter, voll geil. Wo ist jetzt der Ball hin? Ich bin tot. Nicht dabei, ich mach diesen Pfeil nach unten klotz. Kommen wir noch von hier so hoch? Nein. Mach's gut. Schon zweimal gestorben im dritten Level. Komm mal her. Oh Gott. Komm mal her. Kann ich die rüberschmeißen? Ja, mach mal.
Ich danke. Gerne. Nein, jetzt. Oh, ich auch nochmal. Danke. Ich hab den Krokofanten kaputt gemacht. Oh, das nervt auch wirklich, wenn man sich versehentlich mal erholt, ne? Yes, ich bin dran. Links weg mal gucken? Nee, ne? Scheiße. Voll die gute Laune, Mucke. Wir haben ja auch gute Laune. Also ich hab gut. Nicht verletzt. Die Spanner-Gardine hier. Das sah auch wirklich aus wie so ein Duschvorhang. Oh, guck mal, das ist ein böses Gesicht. Oh mein Gott. Was ist das denn? Ziehen dran? Oh, da kommen die Gegner raus. Wie hast du das eben aufgemacht? Da ist ein Knopf in der Mitte. Ja, aber hier kommt man nicht ran. Das war nur Zufall. Okay. Oh, Achtung, Action! Schnell, beeil dich, wir müssen alle Sterne einsammeln. Ja, nur. Ich bin unschuldig. Beeil dich! Da war irgendwo ein Stern. Irgendwo da oben. Oh, Mann! Ja. Was machst du denn? Ich kann mich so nicht bewegen, weil die ganze Zeit bumpen. das nervig. So, ich will jetzt hoch. Komm, ich schmeiß dich da hin. Dann schmeiß mich da hin. Yeah. Oh, du kannst aber nicht werfen. Hä? Oh, ich wollte dich haben. So, komm her. Komm her, ich versuch's auch mal mit dir. Ach so, ich habe schon auf den Rosa geguckt. Oh. Guckst du mal auf den Rosa, du sollst mal herkommen. Ich bin schon oben. Von oben. Ja, dann musst du warten, bis ich nachkommen muss. Oh, ich komme so. War da jetzt nichts mehr? Ich habe nur 70 Punkte bis jetzt, weil wir so oft gestorben sind. Aber das war, ja, was machst du denn? Du bist ein Idiot, ey. Man kann das Spiel mit dir auch nicht spielen. Das war krass. Ich bin auch schon wieder oben. Langsam mal. Ja, jetzt werde ich hier rechts noch von irgendwas gebasht, was ich nicht sehe, weil du wieder nicht hinterher kommst. Der Schwierigkeits gerade steigen. Ja, mit dir auf jeden Fall. Du bist mein Handicap. Bam. Ja, jetzt bin ich wieder unten. Ist gut, warte mal kurz. Dann gehe ich den Rest hier einfach ab. So, das ist die Schatztruhe. Danke. Teichlandschaft. Wenn wir die nicht eingesammelt hätten, das wäre auch ja eine Schande. Ich hätte ohne Teichlandschaft nicht mehr leben wollen. Oh nein. Ach gut. Oh. Ja, erstmal schön zu. Wir haben nur noch einen Punkt. Ja, die liegen auch rum. Habe ich. Und dann hole ich dich mal wieder. So, da bist du. Achtung. Und hier kriegen wir noch hier. Was werden wir diesmal? Ein Surfer. Okay, auf B kann ich mich drehen und auf A kann ich springen. Und du sollst wackeln oder so. Oder 1, 2, 1, 2. Wackelst du auch? Also man kann im Sprung quasi sich drehen, um weiter zu fliegen. Aber jetzt verpassen wir da unten ja wahrscheinlich alles. Ach, da kann man jetzt drauf springen. Achtung, Ausrufezeichen. Yes! Oh, nicht so weit springen. Yeah. Nicht so viel wackeln. Yes. Jawohl. Scheiße, das haben wir nicht gekriegt. Ausrufezeichen. Also wackeln ist springen, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt nichts. Wackel mal. Ja, wackeln ist springen. Das kann ich aber auch mit Taste 2 machen. Das also macht, bin ich nutzlos. Das macht mich theoretisch ganz schön überflüssig. Ja, Regenbogen, Fälle, Musik. Das war schwach. Oh. Yes. Das war gemogelt. Was war gemogelt? Kinder, kein Glücksspiel. Wir waren eigentlich schon bei den Dreiern. Ach so, eigentlich ja. Schmutz. Okay. Ich mache 8000 Punkte. Wir waren zwischendurch aber 1. Bohne. Hey, es gibt nur ein Level. Nee. Versteckspieler. Nee. Auf geht's. Werf die Bohne weg. Nee, du willst nicht nochmal Versteck spielen. Du nicht? Nee, komm. Oh. Das ist doch Bonus-Content. Dann holen wir den Bonus, die Versteckspiele holen wir dann zum Schluss nach, wenn wir durch sind, ja? Meinetwegen.